Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge von The Infected. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Was machen wir heute? Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Zum einen müssen wir endlich mal die Schmiede hier wegbekommen. Das heißt, wir werden da hinten schon mal wieder unser kleines Schmiedehäuschen bauen mit einer zweiten Schmiede. Gucken, wie weit wir kommen. Und wir haben mittlerweile August. Wir wissen jetzt, danke an die Kommentare, ne, dass wir im Winter hier keine Lebensmittel mehr finden. Deswegen müssen wir als allererstes Folgendes machen. Und zwar brauchen wir ein Gewächshaus. Vogel, bleib mal hier. Halt mal still. Wir brauchen auch noch ein paar Federn für eine warme Jacke und so. Ihr könnt hier mal stillhalten, ne? So, danke. Wunderbar. Schon mal die Federn. Und als erstes müssen wir Kohlenhydrat haben wir gar keine. Da fängt es nämlich schon an, ne? Da fängt es schon an. Müssen wir gucken. So, das dauert noch. Haben wir hier irgendwas zum Essen? Wir haben hier gekochtes Fleisch. Da ist nochmal welches. Wir essen das jetzt einfach alles, damit wir das haben. Wasser zum Trinken haben wir auch. Vitamine und Kohlenhydrate brauchen wir. Die Kollegen wachsen noch. Meh. Ne? Meh. Wir machen das jetzt mal als erstes. Die Frage ist nur, wir könnten das eigentlich direkt hier hinsetzen. Dann müssen wir die Schmiede woanders hinsetzen. Hier ist das. Das ist ja verdammt groß, ne? Das könnten wir hier so ransetzen. Gucken wir mal, weil da ist auch direkt das ganze Holz und so. Und das jetzt, wir lassen mal ein bisschen Platz, dass wir dahinter können. Wenn wir das jetzt so hier hinsetzen, dann könnten wir hier wunderbar, das ist sehr nah am Turm dran, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Könnten wir hier das Gewächshaus hinpacken, ne? Wir gucken mal, Nägel haben wir noch 6 Stück. Wir brauchen Bretter, wir brauchen Kupferbarren, wir brauchen Glas ohne Ende. Aber wie gesagt, als erstes brauchen wir Futter. Futter für die Luke. Jetzt haben wir das Katana dabei und kein Speer. Der ist ja kaputt gegangen, ne? Stimmt ja. So, das Katana wollten wir eh wegwerfen, weil es kacke ist. Sieht cool aus, aber finde ich jetzt nicht so dolle. So, wo war der Stahlspeer? Nehmen wir erstmal einen Knochenspeer. So, ein Knochensplitter, 3 Stöcke, 5 Pflanzenfasern. Okay, Knochensplitter haben wir noch in der Kiste irgendwo. Nämlich da ein. So, guck mal, da sind sogar noch 2 davon. Sehr gut. Oben sind auch noch ein paar, 6 Stück. Können wir auch machen. So, nix. Pflanzenfasern haben wir dabei. Das heißt, wir brauchen jetzt Stöcke. Okay, los geht's. Guck mal hier, eine neue Axt müssen wir auch mal machen. Hallo Vogel. Ja, und ich hoffe, hier liegt noch irgendwo eine Melone oder so rum. Dann können wir nämlich anfangen. Wupp. 1, 2, 3. Ich glaube, den können wir nicht im Inventar machen, oder? Vom Spieler oder an der Werkbank. Doch, können wir selber machen. Sehr gut. Das heißt, einmal. Zweimal. Und einmal. So. Sehr gut. Damit können wir uns gerade ein paar Fische holen gehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier, wie gesagt, noch irgendwie was zu essen finden. Mit, das ist eine Gurke. Sehr gut. Oh ja, die gibt doch. Mais ist das. Okay, noch besser. Die gibt doch schon ein bisschen, ne? Ja, gibt sie Kohlenhydrate und Vitamine. Genau das, was wir brauchen. Perfekt. So. Fische sind Mangelware. Da hinten steht er. Komm her. I need you. Sehr gut. Danke. So, 2 Stück reichen erstmal für den Anfang. Was ist das? Nein. So, das sieht mir nach einer Melone aus. Perfekt. Jackpot. So muss das sein. Nom 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 nom. So, jetzt sieht das alles nicht mehr ganz so schlimm aus. Das heißt, können wir mal gucken, was hier rauskommt. Ein Stein, super. Aber hier kommt ja auch Kupfer raus dann, ne? So, packen wir schon mal alles rein, was wir hier gefunden haben. Nägel. Schrauben brauchen wir also nicht. Schade. Können wir da reinpacken. Die 5 können wir da reinpacken. Die können auf Seite. Die können hier rein. Den Sand brauchen wir gleich. Die sind noch am Wachsen. So, das kann da rein. Hier unten hat man noch welche. Gib mir die mal. Kann da rein. Die haben wir ja schnell neu gesammelt. Das ist ja kein Problem. So,
anmachen. Klein und klein. Die guten Fische und immer noch der wunderbare, schöne Teichthunfisch. Der ist gut. So. Eins, zwei und drei für Proteine. Sehr gut. Gucken wir mal, was unser Tier sagt. Übrigens hier auch alles nehmen, ne? Weiß ich jetzt auch. Nach 100 Jahren. So. Zweimal. Draußen. Zweimal. Klingeling. Danke. Danke. Jetzt regnet es wieder. Das heißt, unsere Wanne hier wird voll. Ich da einfach so ein Schwert auf dem Boden. Das sieht aus. So, mal alles hier rein. 40 Nägel, 60 Bretter, 8 Kupferbarren. Die Kupferbarren kriegen wir auch noch zusammen. Bretter haben wir Gott sei Dank hier alle liegen. Das ist ja super. Müssen auch noch unbedingt den großen Rucksack holen. Da kommen wir auch nicht zu. Aber das Gewächshaus ist jetzt erstmal wichtiger, damit wir im Winter was zu essen haben und nicht hier verhungern oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. So. 40. Guck mal, wie schnell das geht. Wunderbar. 48. Jetzt kann er hier wieder in Ruhe. Rups, ups. Voll machen und sägen. Das heißt, ach, da hinten ist schon wieder einer. Wir können hier noch ein bisschen holen. Wir brauchen auch noch Glas. Gib mich erstmal den Bogen. Tach, du. Da hinten läuft noch ein Bär. Natürlich. Was auch sonst. Aber der ist gut für Fett und so. Ruhe. Ah, perfekt. So, siehst du mal, kommst du wieder nicht dazu, das zu machen, was du eigentlich möchtest, ne? Weil hier ständig alles und jeder rumrennt. Aber okay, wo ist mein Pfeil hin? Der müsste noch in der Birne haben. Wahrscheinlich steckt der wieder in der Erde. Und du siehst ihn nicht. So, das haben wir. Jetzt haben wir noch 4 Fleisch. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Das hier ist ja relativ gerade. Das gefällt mir. Hier kann das ruhig so bleiben. Dann können wir hier noch ein Häuschen hinmachen. Strom haben wir leider noch keinen. Da müssen wir dann im nächsten Livestream die Windrad-Technologie suchen gehen. Aber das machen wir im Livestream. So lange wollen wir nicht in der Folge laufen. So. Das heißt, gib mir den mal, gib mir den mal. Wir müssen wieder hier hinten hin. Bläpp. So, weil wir brauchen Steinchen. Et nützt nix. So, da müssen wir jetzt auch nichts Großartiges Neues entwickeln. Ich würde sagen, unsere Schmiedehütte aus der letzten Staffel, die war wirklich gut. Die hat mir mega gefallen, euch ja auch. Die bauen wir jetzt hier einfach nochmal hin, wenn es denn dann soweit ist. Aber erstmal, wie gesagt, kommt unser Gewächshaus dran. Reiner! Oh, danke, Reiner. Her damit. Upp. So. Danke, danke, danke. Alles Reiner. Guck mal, da passt sogar noch was rein. Hier liegt noch das Holz rum. Ich glaube, es reicht, wenn wir die einzelnen hier einsammeln. So, 3 Stück. Wupp, wupp. Her damit. Und jetzt müssen wir hier in Ruhe rausholen. Können wieder alle zu Nägeln gemacht werden. Ja, gut. Müssen wir immer Sand machen. Weil wir brauchen ja das Glas. Damit können wir schon mal anfangen. Ja. Wupp, wupp. Herstellen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sollte schon mal passen. Guck mal gerade hier. Das Leder weg und so. Das kann jetzt da oben hin. Das passt hinten und vorne nicht, ne? Das passt hinten und vorne nicht.
Er kann dahin. Hey! Das kann hier hin oder auch nicht. Schmeiß mal gerade raus. So, jetzt haben wir das dahin. Hier ist nämlich auch noch keins. Das kannst du mir jetzt geben und dann kann das dahin. Das ist auch noch der Knochen. So, Alter, ist das ein Gewitter, du? Ist das ein Gewitter? Krass. Krass, krass. Wir machen jetzt aus den ganzen Steinen Sand. So. Noch einen bitte. Wupp. Wie sieht's hier aus? Ja, die sind noch ein bisschen dran, aber da brauchen wir auch noch was. An Brennmaterial, das wird nicht reichen. Kriegen wir aber schon hin. Also, Sand haben wir erstmal genug. Wie Sand am Strand, ne? Gehen wir uns mal hier hinten zwei holen. Die liegen ja noch da rum. Mit denen können wir dann... Von mir aus auch drei. Dann können wir unseren Wagen noch ein bisschen voll machen hier. So, die können da rein. Den können wir jetzt klein machen. Genau, fliegt du rum. So, können schon mal da rein. Passt voll. Nee, nochmal. So. Wupp. Alles rein. Ich will doch die haben. Nein, gib her. Was soll denn das? Ich depp. Ah. Gar nicht so einfach, ne? Gar nicht so einfach. Haben wir es wieder voll verbutzelt da. So, hauen wir das mal rein. Ich weiß gar nicht, was für einen Tag haben wir. 9, das heißt, gleich kommen auch die Wambis, ne? So, Glas haben wir schon ein bisschen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Nägel. Da kommen wir jetzt aber nicht zu, weil wir ja alles voll haben mit Glas hier. Wir können schon mal gucken, was wir für den zweiten brauchen. Weil Ede kann sich das ja nicht merken, ne? Trockene Ziegel, 50 Stück. Eisenbarren 10. Gut, die Eisenbarren kriegen wir ja. Hier sind die. Hauen noch irgendwas hier drin. Noch ein bisschen Sand. Das ist aber nicht so schlimm. Das läuft noch. Dann können wir gerade noch was. Ein Vogel. Okay. Hab nix gesagt. Können wir hier noch was holen gehen. Okay. Können wir schon mal den Lehm sammeln. Ach, das war der Baum. Ich wollte gerade sagen, wer latscht da rum? 9 heißt, irgendwo habe ich wieder einen liegen lassen, nämlich da. Ach, sehr schön. Es geht voran, es geht voran. Auch wenn es etwas langsamer ist, aber das ist gar nicht so verkehrt in der heutigen hektischen Zeit. Können wir in Ruhe und Gemütlichkeit hier uns was aufbauen. In der Opakalypse, ne? Edes Opakalypse. Damals zu meiner Zeit. Da ging's noch rund. Jeden Tag was Neues. So, das wären schon 30. Wir brauchten 40, ne? Mauzeschwein. Ne, hier platzieren wir was sonstiges. 50 sogar, okay. Das heißt, kleiner Stein, kleiner Stein, kleiner Stein. Wir brauchen noch zwei davon, ne? Wenn wir keinen Lehmextrahierer haben. Lustigerweise findest du jetzt hier wieder nur noch Steine. Weißt du? Wenn du Steine brauchst, findest du Lehm. Wenn du Lehm brauchst, findest du Steine. So ist das hier. Aber da sind sie. Wir haben sie gefunden. Und ich bin mal gespannt, ob wir mit dieser Spitzhacke hier hinkommen, bis wir den Schleifstein bauen können. Oder ob die vorher kaputt geht. So, dass wir eine neue bauen müssen. Da bin ich mal gespannt. So, weil wir haben ja noch kein Öl. Den Ölsauger könnten wir rein theoretisch auch schon anfangen zu bauen. Problem ist halt nur keinerlei. Ja, genau. Oh, ist nicht dein Ernst, ne? Ist nicht dein Ernst. Really, jetzt? Really? So, da sind wir wieder. Unglaublich. Unglaublich, was Ede wieder für ein Glück hat. Okay, bup, bup. Danke. Die müssen jetzt hinten rein. Wir sind jetzt zu Hause, das geht ja schnell. Hier können wir gerade ein bisschen rumkrabbeln, aber
Da drüben? Nein, das wollte ich dir jetzt nicht antun. Das ging gar nicht. So, jetzt geht's auch schon wieder normal. Wunderbar. Hopp. Und wieder überladen, natürlich, weil die ja schwerer sind, ne? Eigentlich, weißt du, müssten die doch genauso viel wiegen wie die beiden Häufchen Sand und Lehm. Aber okay. Es ist, wie es ist, kann man nicht ändern. Wupp. So, und dafür geht das jetzt ja natürlich umso schneller, ne? 30. So. 40. Jetzt müssen die erstmal alle trocknen. Haben wir das. So, das ist voll. Können wir hier gucken. Danke. Holen wir alle raus. 1, 2 können wir noch machen. Leider haben wir noch keinen Sand mehr. So, der ist hier drin. Da sind wir jetzt schon bei 18. Sehr gut. Wir brauchen noch 12 Bretter. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir das. So, Nägel brauchen wir auch noch ein paar. Wie sieht's aus? Perfekt. Ist hier jetzt eigentlich mal Kupfer rausgekommen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte da Kupfer rauskommen? Das wäre ja zu viel des Guten verlangt, ne? Können wir mal hier machen. Wir haben ja noch. 1, 2, 3. Das ist alles Kobalt. Nix. 4, 5, 6, 7, 8. So. Müsste eigentlich passen. Mir hier. Kiste wieder voll. Weiter Steine sammeln. Plong. Ach, du schon wieder. Nein! Mein guter Pfeil! Deine Kollegen kommen ja auch gleich, ne? Da müssen, lol, der bringt ein Aluminium mit. Müssen wir gucken. Den finden wir nie wieder, den Pfeil. Der liegt irgendwo da hinten. Waschbärenfüchse. Kommst vor wie im Wildtierpark hier, ne? Alter Falter. Nee, 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 nee. Aber okay. Zippdi-bipp. Rein da. Ruf da. Müssen wir weitermachen. Wenn wir unser Gewächshaus hinkriegen. Wenn wir das Gewächshaus haben, können wir ohne Probleme. Dann haben wir ja schon mal das Schlimmste, ne? Ich weiß, wir müssen die dann alle von Hand gießen, aber so ist es halt. Dann können wir auf jeden Fall schon mal 2, 3 reinstellen für den Winter, wo wir dann unsere Kohlenhydrate und Vitamine und all so ein Zeug anpflanzen, ne? Das muss halt sein, wenn wir hier nichts mehr finden. Ist halt schwerer, durch den Winter zu kommen, aber es ist da natürlich auch realistischer. Ich find's in Ordnung. Das voll machen, her mit dem Zeug. So, sollte dann erstmal wieder reichen. So. Miau. Ab nach Hause. Jetzt geht er auch schön schnell hier. Haben wir gleich schon unser Gewächshaus fertig. Ist echt nicht mehr viel. Zip. So, hier ist alles fertig. Danke. Können wir mit rübernehmen. Oh, ist das schwer. Verdammt nochmal. Warum muss ich als Kacke so schwer sein? Jedes Mal muss ich hier schleppen. Und auch diese Idioten, die hier ständig vorbeikommen. Tote Vögel, die vom Himmel fallen. Es ist wahrlich die Apokalypse hier. Also gucken wir. Glas 20 von 30. Kupferbarren voll, Bretter voll. Nägel noch. Heißt 10 Glas brauchen wir noch. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So. Rein da. Rein da. Oh nein, Fuchsi, geh weg. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Keine Zeit für dich. So. Okay. Wo ist der? Da steht er. Da kannst du auch bleiben. Geh weg. Die sind schon mal dran. Ja, geh weg, genau. Wie sieht das da aus? Das Mann, das ist voll schief hier, ne? Echt voll schief. Aber das ist ja, wie gesagt, nur provisorisch. Das würde da hinten, glaube ich, sowieso dran knallen. Müssen wir mal gucken. Die gerade Wand hier, okay. Das hier, ne?
Da müssten wir echt hier dran. Müssten wir gucken. Aber lassen wir das erstmal so. So, das heißt, das haben wir. Sehr gut, wir müssen halt auf die hier warten. Dann könnten wir wieder 10 hier von da reinpacken, dass wir Eisen kriegen. Das dauert leider noch ein bisschen. Guck mal, was wir hier haben. Das ist eine Kohle. Eine Kohle der Weisheit. So. Das ist noch ein Bleierz. Das heißt, wir könnten uns eigentlich auch nochmal einen Stahlbarren machen. Und uns einen Stahlspeer machen. Das ist auch noch eins. Da kann das rein. Das kann auch wieder hier rein. Die können weg. 10 davon haben wir noch. Dazu müssten die erstmal trocken werden hier. Sind alle trocken. So, da wir nichts zu tun haben, stellen wir den jetzt erstmal einfach so hier rein. Ja. Muss hier ordentlich werden. So. Deswegen einfach bumm hier rein, wo es nicht geht. Drauf geht's auch nicht. Super. Dann stellen wir hier hin. Langsam wird die Bude voll. Wir müssen auf jeden Fall mal, ja, hier, ne? Du weißt, was ich meine. Aufräumen. Endlich mal die Hütten bauen, dass wir das rauspacken können. Oh. Ach, da oben. Der ist voll laut gewesen, ey. Tiss! Unglaublich. Unglaublich. So, alles voll. Ja. Wir gehen das Glas wegbringen. Müsste eigentlich passen. Glas voll. Fehlen nur noch Nägel. Sehr gut. Hier habe ich leider keinen Button, um alles zu nehmen. Ne? Schade. Ich meine, es ist nur eine Person, die das entwickelt, ja. Aber ich dann so einen Button dahin mache. Ich weiß nicht, ob das viel Aufwand ist, sowas zu programmieren. Das dann einfach an alle Gerätschaften und so weiter dran zu machen. So einen Button. Dass ich einfach einmal drücke und blub, ist alles mir. So, weißt du? Guck mal, Türe fast am Arsch. Säule fast am Arsch hier. Alles fast am Arsch. Mit den ganzen Idioten. Müssen unbedingt mal einen Hammer machen und reparieren hier. So, 40 haben wir. Dann sind das wieder 10 Eisenbarren. Juhu. Wir brauchen Sand. 1, 2 dadurch. Gib mal her. Weiß, muss man nicht hier machen. Machen wir jetzt aber trotzdem. Okay. Dann kommen die nächsten 10. Ding, 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 ding. Oh, sehr gut. Und jetzt liegt es mal wieder, wie immer, nur am Eisen. Komm schon, Butzel schneller. Daraus können wir mindestens einmal Nägel machen. Das sollte passen. Danke. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch da rein. So. Den nehmen wir mit. Der Fuchs ist mir egal. Hat eh die Gans gestohlen. Da haben wir nochmal hier. Sehr gut. Kartoffeln. Oh, blödes Vieh. Erschreck mich doch nicht so. Meine Güte. Mit diesem Trippeln. Ich meine immer, da kommt ein Bär. Auch wenn du es nicht hörst. Egal. Ich meine immer. Bär. Bitte nicht. Oh, Kupfererz. Nice. War auch gut gebrochen. So. Das ist voll. Jetzt kommt der Waschbär. Mach eine Mütze aus dir. Hau ab. Nee, du klaust hier meine Sachen. Werde ich sauer. Ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Harry Hirsch. Nee, schlimm. Wie hieß noch mal einer? Der Waschbär braucht noch einen Namen. Kennt jemand hier, oder kennst du noch die Zeichentrickserie hier, die Raccoons? Ich muss mal gucken, wie hieß einer davon? Ich weiß nicht mehr, wie die geheißen haben damals. Keine Ahnung. Einen Namen davon kriegt der Waschbär. Früher, als Edo nur ein kleiner Steppkes war, hat er das immer gern geguckt. Und jetzt macht er sich Mützen aus ihnen. Tierquäler! Den zeige ich an. Den Verbrecherzwerg. So.
Ja, damit. Einreiten, was jetzt schon wieder? Durst, Kohlenhydrate, Vitamine natürlich. Was auch sonst. Einer ist drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Upp. Ding, 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 ding. Alles rein da. Wie sieht's hier aus? Das brennt noch. Ja, gerade so. Fisch drauf. Danke. Danke. Einmal, zweimal. Drei schmutziges Wasser, okay. Mach mal leer, gib mal her. Och nö, nicht schon wieder. Mensch, Thekla! Was soll denn das? Tja. Heute Gehirnzellen zum halben Preis, ne? Oder wie war das? So. Mindestens einmal brauchen wir hier. Okay. Das müsste jetzt eigentlich reichen, oder? Nein, reicht nicht. Zwei Stück fehlen. Verdammt! Auch mal latschen. So. Schade. Um den Eisenbahn, weil wir brauchen ja nur zwei Nägel. Aber dann ist die Butze fertig. Sehr gut. So. Platzierbares Essen. Beat. Acht Nägel. Einmal. Zweimal. Die beiden anderen können wir dann auch schon reintun. Wenn wir die da abernten. War es kein Platz mehr? Was denn? Nur noch drei Stück. Was ein Kack. Natürlich, ich kann direkt die Kartoffel rein. Den Kohlenhydrate, das ist gut. So, mein Wasser zum Trinken ist noch halb voll. Das heißt, hier könnte ich jetzt gut Wasser reintun, ne? Yep. Es ist auch ganz leer. Wunderbar, dann können wir Neues kochen. Müssen wir uns echt noch eine zweite Flasche machen. Wirklich mal. Irgendwann. Trifft es dann jedermann. So, die Kartoffeln sind fertig. Nee, Feuer nicht ausmachen. Ich will das hier essen, du Pfeife. So, ein paar Kohlenhydrate. Die sind immer noch nicht fertig, weil kein Wasser mehr. Okay, hier brutzelt Wasser. Nein, hier ist schmutziges Wasser. Dann tun wir gerade nochmal gießen hier. Oh, die echt so viel Wasser. Hammer. Hammer. Aber dafür haben wir das Ding ja hier hingestellt, ne? So. Bitte voll machen, sauber kochen. Die lieben Vitamine. Die lieben Vitamine brauchen wir. Vitamine und Naschen, ne? Da noch Zähne rein. Gib mal her. Danke. Zwei. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle rein. Ding, 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 ding. So, wunderbar. Kann hier schon einer rein. Fehlen nur noch 9 und 10 trockene Ziegel. Oh, die sind sogar schon trocken. Nice. Guck mal, die Ziegel gingen jetzt relativ schnell, muss ich sagen. Ist ja auch noch so eine Frage. Sollen wir unser Haus hier aufwerten oder nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Für die müssen wir dann auch noch wieder was bauen. Gucken, wohin. Vielleicht direkt hier neben wieder so. Lass wir das noch was länger machen, nach hinten. Hier haben wir ja auch noch jede Menge Platz dann. Wir müssen gucken. Ich will das auf jeden Fall sehr, sehr kompakt machen. So, 5.38 Uhr. Der steht. Wasser hat er auch, ne? Ja, er kann wachsen. Super. Das funktioniert ja für den Winter. Dann würde ich sagen, machen wir mal so. Bing, bing. Thumbnail ist da. Kupfer und Kohle und Steine auch. Und es fluppt. In diesem Sinne, ciao mit V.